So, Leute, hallo und herzlich willkommen zu, keine Ahnung, hab grad vergessen, wie viele Folgen Folge. Das ist aber gerade auch relativ wurscht, denn, tja, wir sind wieder mal problemgequält. Ich will es nicht irgendwie beleidigt wirken oder so, aber das kleine Problem, was wir gerade haben, ist, ja, wieder mal ist eine Folge verloren gegangen. Wartet, ich muss In-Game-Sound schon wieder mal leiser schalten. Ja, fängt alles perfekt an. 40%, das passt schon. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Egal, ja. Ich hab's gerade gesagt, wir haben ein kleines Problem. Ich habe wieder mal eine Aufnahme verschmissen. Das heißt, ich habe meinen Computer gereinigt und auf einmal, tschack, ist die Aufnahme weg, mitgerutscht. Und ja, die Datei war so groß, dass sie sofort gelöscht wurde. Ja. Unglaublich, und wir werden schon verfolgt, ohne dass ich das gerade will. Oh, Fluchtphase, so schnell kann's gehen. Egal, wir drehen hier mal rund auf dem Highway, während ich hier mit euch rede. Geile Musik im Hintergrund. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, mein Mikro rauscht nicht zu viel. Alter, ich muss wieder mal zum Punkt kommen. Also, ich komme zum Punkt. Punkt. Ja, ich komme zum Punkt. Der Punkt, der springende Punkt ist, ich habe wieder mal was verpatzt. Und jetzt, vielleicht auffällt auf meinem, hier am Ganzen, schwarzer Rand, weg, alles futsch. Hä? Wie habt ihr das gemacht? Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich dachte, ich setze mich jetzt damit auseinander. Ich habe mich auseinandergesetzt damit und habe den schwarzen Rand weggebracht. Ja, also der schwarze Rand ist weg. Erstes Problem gelöst. Zweites Problem, wir hatten so viele Cuts und so viele verlorene Folgen hier, dass ich schon überlegt habe, das Let's Play abzubrechen. Aber es macht einfach so Fun, das Spiel. Ab jetzt verspreche ich euch, gibt es keine verlorenen Folgen, keine unnötigen Cuts mehr. Und außerdem gab es in der letzten Folge ein mysteriöses Lag-Problem, was ich eigentlich noch nie so hatte. Aber ja, jetzt funktioniert hier wieder alles, so wie es sein soll. Also alles perfekt. Ab jetzt wird das gleich ein wahrscheinlich 50% besseres Let's Play. Professioneller. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und jetzt habe ich euch genug zugelabert. Jetzt wird es endlich mal spannend. So, in die Tankstelle. Nein. Ja, Pech, macht nichts. So, rennen mit dem Audi. Ist alle schwer. Crash haben wir schon geschafft. Was machen wir da? Hört auf zu hupen. Hey, was soll das? Egal. Okay, Most Wanted Wagen. Bei welchem Wagen sind wir? Oh, 7. Und den haben wir noch nicht geschlagen. Sehr schön, dann starten wir das Rennen gleich mit dem R8. Das ist der... Oh, was ist das für ein Wagen? Der Lexus. Lexus LFA. Ja, okay. Wir fahren gleich mit dem Audi. Weil der gerade so schön hier steht. Ja. Das lasse ich euch mal ansehen. Das leckt nicht, weil ich aufnehme. Das gehört so Eckert. Mundart. Nee, das gehört zackig. Also, da ist nicht das mein Computer schuld. Mein PC. Lexus LFA. Den werden wir jetzt schlagen. Und ihn dann nachher zerschlagen. Zuerst schlagen wir ihn und dann zerschlagen wir ihn. Ja, so, und jetzt Lexus LFA, wir holen, ups, what the hell, ja, egal, weiter geht's. Ich will ja nichts sagen, aber ich fahre gerade wie ein, ich sag mal, Betrunkener. Ich will jetzt keinen beleidigen. Ich hätte jetzt gesagt, ich fahre wie Marko Arnautović, aber der wird ja bei Werder wieder aufgenommen, also egal. So, den holen wir jetzt gleich mal ein. Ja, genau, legt den Zahn zu. Aber crasht ihn, nicht mich. Die wollen immer mich crashen. So eine Ja, die wollen immer mich crashen. Meine Deutsch ist sehr gut. Mit meiner sehr guten Deutsch habe ich überholt. Ja, also sie wollen immer mich crashen, aber jetzt haben wir ihn. So. Ja, wir sind auch nach vorne. Also ich hoffe zumindest, dass der schwarze Rand weg ist. Ich kann es nicht versichern. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gerade sehr viel höher. Ich habe vergessen, eine Testaufnahme zu machen, aber es müsste eigentlich alles stimmen. Aber bleiben wir jetzt von den schlechten und guten Themen weg. Ich will jetzt einfach nur Spaß am Spiel haben. Ja! Bam, ist voll ins Nagelband gefahren. Das ist schön, ja. Juhu! Alter, da kommt er mit Geschwindigkeit. Ich fahre da nicht drüber, das ist mir Zucker. Alter! What war dat? Hui! Alter, der crasht mich hier. What the?
Ich dachte, der ist mit Nagelband gefahren, der andere. Ja, jetzt habe ich auch einen Grund, warum ich die Straße hier nicht mag. Alter! Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber ich glaube, durch die Rennen hier passiert vielleicht ein paar Verkehrsunfälle, was ja schon sehr schlimm ist. Aber so wie die Cops hier fahren, sterben Leute. Kommt, das ist ja EA. Was denkt ihr euch bis zum Spiel? Alter, die Leute von EA haben sich da schwer vertan. Ja, einmal bin ich jetzt gefahren, da bin ich 3 Minuten 20. Okay, das Rennen ist für mich gelaufen. Egal, ich fahre weiter. Ich bin genau. Alter, er ist da vorne. Er fährt noch auf der gleichen Straße wie wir. Ich glaube, der Computer hat ihn zurückgepackt, dass wir ihn noch einholen können. So, egal, Aufholjagd. Wie immer halt. Ja, gut ausgewichen. Juhu! Nein, Baum! 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 Ja. Achte auf den Baum! George, der aus dem Dschungel kam. Ich bin George, der aus dem Dschungel kam, in einem Wagen. So, und die Distanz ist nicht mehr weit, aber ja, wir kommen ran an ihn! Komm! Fotofinish! Nein! Wo war das Nadiband? Ich hab's nicht gesehen! Alter, und da vorne ist das Ziel! Nein, so knapp vom Ziel! Oh, der hat das Nadiband selbst gelegt! Liebe hat Pursuit! Das Schwein hat das Nagelband selbst gelegt! Alter! Ja, jetzt ist es eh schon egal, ich kann jetzt beinhart durchfahren. Und bei ihm macht es aber nicht, nein! Schneller! Ja, egal, das kann ich, das ist gelaufen. Ich hätte ihn ja, glaube ich, noch eingeholt, aber durch die ganzen Nagelbänder, die Cops hier legen, ist das Ganze bin ich chancenlos. Sind wir hier nicht schon gefahren vorhin? Oh nein, sind wir nicht. Ziel, und er ist im Ziel. Das Nagelband hat es mir verweigert. Nicht so schlimm, wir fahren gleich nochmal. Die Folge geht noch 7 Minuten. Alter, ich brauche eine Tankstelle. Obwohl, jetzt müssen wir den mal abhängen, bevor wir die Folge beenden. Also bevor wir noch irgendwas wanted. Den Most Wanted nochmal herausfordern können. So. Hey, geil! Dodge Viper SRT! Yeehaw! Yeah! Alter! Im ersten Most Wanted Teil war die Viper mein absolutes Lieblingsauto, abgesehen von den 2 Mercedes. Ne, 3 Mercedes hat's gegeben. Den SL irgendwas, den CLK 500 und den... Na... Ja genau, McLaren. Also, Mercedes, McLaren, SLR. Und ich muss sagen, der Wagen war mein viertliebster. Ich hab den BMW nicht gemocht, der einen Razer gehabt hat. Razer hatte ja damals den BMW. Den hatte ich nicht gemocht. Und ich muss wieder mal übers neue Spiel Need for Speed Rivals reden, ja. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze wird. Und im Trailer fährt ja ein Königsegg Polizeiwagen gegen einen Ferrari. Und hat es in einem Need for Speed hier schon mal einen Ferrari gegeben? Das kommt mir sehr neu vor. Finde ich geil, dass es jetzt scheinbar auch einen Ferrari gibt. Obwohl ich ja einfach ein riesen Mercedes-Fan bin, was ich in jeder Folge sage. Danke für den Schub. So, da steht gleich ein anderer Wagen. Aber ich glaube, das ist ein, was ist das? Egal. Brauche ich gerade nicht. Die Viper zieht schon mächtig. Meine Viper. Nein, danke, ich biege hier ab. Ups. Ja. Der ist mir halt mal im Weg gestanden. Kann passieren. Soll ich mich jetzt erwischen lassen, dass ich den Most Wanted nochmal schaffe? Ich weiß es nicht. Ui, da war ein Mitsubishi Lancer. Hatte aber keine Zeit, in den zu wechseln. Oh, ausgeschaltet. Schade. Weg mit der. Unnötig. Ja, ich glaube, wir beenden den Rest der Folge hier mit einer Verfolgung. Folge verfolgen, das reimt sich. War ein Scherz. Ja, jetzt ist es vorbei. Oder? Ja. Schade, schade. Das hätte besser ausgehen können. Aber jetzt haben wir zumindest noch Zeit für den Most Wanted. In 5 Minuten sind 15 Minuten vorbei. Aber ich werde die Aufnahme trotzdem noch länger machen. Also,
Ich habe einen Timer vor mir liegen, deswegen. Okay, Wagen, wir fahren nicht mit dem. Wir könnten mit dem SLAMG fahren. Warte, ich nehme hier mal den als Vergleichswagen. Ja, von mir aus in Downtown, ist mir relativ egal. Wir holen uns in Downtown und dann nehmen wir als Vergleichswagen den Audi und gucken mal, was besser ist. Ich meine, könnt ihr in die Kommentare schreiben, mit was für ein Wagen ich fahren soll. Es ist ein Let's Play, also Let Us Play, das heißt, ihr könnt auch entscheiden. Okay, Audi, das ist da oben. Ja, den willst du dich nicht. Aber den hier, der ist ein... Ja, der ist besser. Besonders von der Steuerung. An dem Gelenk... Ja, den werde ich nehmen. Denn und weniger Gewicht. Alter, der Audi ist... Alter, ich hätte mir nie gedacht, dass ich in meinem Leben einen Mercedes in den Audi eintausche, aber... Ich kann nicht anders. Daten sprechen für sich. Und außerdem gibt es noch, glaube ich, bessere Mercedes in dem Spiel, also. Klar, es gibt noch bessere Mercedes. Das. Ja, Ladebildschirm. Audi R8 GT Spider, das Cabrio. Und wir haben einen Helm auf, was ich auch sehr geil finde. So, falls ihr wissen wollt, warum ich auf Outlook offline bin, wegen den Speicherständen, denn er kann dann die die Speedpoints sind auf der Cloud gespeichert und die Speedpoint, er kann auf die Cloud nicht zugreifen, sonst wäre ich jetzt schon auf Platz 6 und ich kann noch nicht von Platz 6 aus anfangen, das wäre extrem scheiße, deswegen muss ich das Ganze jetzt offline spielen. Aber ja, jetzt kann ich nicht mehr so viel reden, wir müssen uns konzentrieren, den Wagen vor uns zu überholen. Tschüss! Slamtech Gun. Alter, das geht schon ab hier. Höchste Konzentrationsstufe. Alter, ich muss gar nicht auf die Bremse drücken. Ich hätte die Kurve fast voll fahren können. So, jetzt. Jetzt Feuer im Hintern. Tschüss. Raus beschleunigen und crashen. Sehr gut. Was will man mehr? Nur er kommt mit höherer Geschwindigkeit rein, als ich gerade fahre. Alter. Nein! Ja, ist mir. Er kann selbst nicht fahren. Fährt mir beinahe rein. So. Guckt, ich kann das Ganze ohne fast ohne Bremsen fahren. Also der Wagen ist, liegt echt gut in den Kurven. Der Wagen gefällt mir. So, und von außen. Wir überholen auf der anderen Seite, um ihn zu berühren. Und mit einem Drift raus beschleunigen. Sehr gut. Das muss sich ausgehen. Wir haben ihn relativ, naja, weit kann man nicht sagen. Nagelband! Bam! Er ist voll durchs Nagelband. Das habe ich jetzt aber gesehen. Auf der Karte. Also ich kann nicht, ich habe keinen zweiten Bildschirm, wo ich die hintere Kamera sehen kann. Naja, wie immer halt hier. Sie crashen ja nur mich, also. Ich kann hier nicht fahren. Ich kann hier einfach nicht fahren. Die Steher da, da werde ich so nervös, wenn die Steher da auf der Seite sind. Ich meine, da kann man ja nicht Auto fahren. So, den holen wir uns noch. So, jetzt kommt die mega super duper Aufholjagd. Wenn die Cops uns nicht dabei nicht stören. So. Jetzt machen wir mal ein bisschen auf Speed. Denn wir haben nichts. Einen großen Rückstand wie vorher. Alter, das war knapp und dann wurden wir aus. Alter, der Polizist opfert sein Leben und um uns zu stellen. Alter, wenn die Polizei dort in dem erfundenen Fairhaven ist, das geht würde und die Polizei ist dort wirklich so. Wir sterben mehr Leute wegen Polizisten als wegen Racern. Okay, Leute sterben, das ist überhaupt schlimm. Aber das passiert in so einem Spiel nicht. Das ist ja unrealistisch! Alter! Man soll in Let's Plays nicht ausrasten. Aber ich tue es. Beinhart. So, auf den Hund jetzt. Ich habe mich beruhigt und... Schubse Takedown. So, wir haben kein Nagelband in uns drin. Was relativ gut ist gerade. Das ist natürlich eine viel bessere Ausgangsposition als vorher. So, aber das wird sich nicht mehr ausgehen. Jetzt wird's eng, jetzt wird's echt eng.
Das wird eng. Ich glaube, er schafft's. Ich glaube, er schafft's. Nicht! Komm! Ja! Im letzten Sprung! Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn geschafft. Alter, wenn ihr wüsstet, wie froh ich gerade bin. So, und 15 Minuten sind abgelaufen. Aber jetzt muss ich ihn noch kaputt fahren. Das ist mir jetzt alles scheißegal. Most Wanted Wagen besiegt. Im letzten Sprung. Alter. Na, lass mich fahren. Fahre. What the? Sehr nett. So, ich muss den jetzt mal crashen. Da kommt er. So, den holen wir uns jetzt mal schnell. Fahndungsstufe gesunken. Alter, wo ist er? Ich hab den gar nicht bemerkt. Der hat, glaube ich, gewendet. Oder ist eine Straßensperre? Oh, er ist vor uns. Verdammt. Aber er ist wohl stehen geblieben. Ich kann nicht mal ausweichen. Was für Situationen die Cops mir mich bringen. Bleib nicht! Hab Angst! Angst! So. Jetzt. Sind wir wieder mal gelb. So. Nein, nein, ja. Sehr schön. Ja! Straßensperre, Ausweichungsmanöver. Alter, das ist gerade geil. Luftphase. Auch nicht schlecht. Ich habe mich jetzt absolut nicht darauf konzentriert, den Lexus zu crashen. Gott, gedicht, er da. Aber ich muss ihn nicht crashen, denn mir ist aufgefallen, Spiel teleportiert ihm sowieso demnächst dann in meine Richtung. Vielleicht fährt er in der Nähe von mir. Woher wissen wir, dass ich hier auf der Außenstraße bin? Corvette. Ja, schau, guck, da ist er. Zivilisten. Immer. Wo ist der? Wenn ich wissen dürfte. Ich würde jetzt so gern schreien. Also richtig auszucken. So. Straßensperre. Alter, einer pickt an mir. Wie als wenn er sich mit Kleber eingeschmiert hätte. Nein, der ist ein Pack, Alter. Ich hab ne Idee. Nein. Jaha! Alter, war das geil. So, durch die Tankstelle fahren, dann sind wir, glaube ich. Ja, so flüchten wir schneller. Sehr gut. Wie geil war das jetzt bitte? Oh, schon wieder sind wir hier. Und schon wieder fahren wir die gleiche Route. Ich könnte mich ja hier hinten hinstellen. Verfolgung entkommen. Und dafür seid ihr mir jetzt auch entkommen, denn ihr müsst mich nicht länger ertragen. Die Folge ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.